Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten ITS 2 Let's Play mit mir, mit dem Peter. Ja, wir befinden uns heute wieder mal im Multiplayer und fahren jetzt von Stockholm aus nach Roskow. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, wie ihr seht, fahre ich wieder Multiplayer und jetzt heute mal ausnahmsweise auf dem Euro 2 Server, denn ja, da ist ein bisschen mehr los. Eigentlich wollte ich zwar nicht auf dem Euro 2 Server gehen, aber na ja, gut. Ist jetzt mal so eine Ausnahme. Ja, das letzte Let's Play, das ist vor ein paar Minuten online gegangen. Denn ja, ich habe mir gedacht, lade ich es doch heute Morgen gleich schon mal hoch, denn ja, dann passt es schon mal. Und ja, bin dabei gespannt, wie es wird. Und ja, da habe ich ja dann eigentlich gesagt, ich werde heute noch ein OMSI 2 Let's Play machen, aber dieses OMSI 2 Let's Play ja, ist noch mal verschoben, denn ja, ich muss noch mal viele Dinge noch mal testen, ne? Und ja, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verschoben. Es kommt aber auf jeden Fall auch, nur wann weiß ich noch nicht. Ja, heute haben wir die Fahrt vor uns. Nach Roskow geht die Fahrt. Und zwar, ja, ich habe mir jetzt die Strecke so ausgesucht, dass ich über England fahre. Ihr wisst, ich mag zwar England nicht, aber so ist es schon mal näher und schneller. Und von daher, egal, was soll's. Ja, wir fahren jetzt die Tour nach Göteborg. Und von dort aus gehen wir einmal über die Fähre. Beziehungsweise wir fahren zweimal über die Fähre sogar. Von da aus passt es ja eigentlich, ne? Ich würde dann sagen, wir hören uns dann nachher wieder. Und ich lasse euch jetzt mal mit den Bildern alleine und ja, bis dahin.
Ja, ich melde mich aber wieder zu Wort, denn wir haben noch knapp 2000 Kilometer, davon sind ja zweimal Fähre dabei. Also es geht ja noch eigentlich. Und wie ihr seht, ich versuche schon ziemlich viel von der Strecke rauszuholen. Ja, weil ich muss mich ja auch noch vorbereiten für die Arbeit heute. Denn ja, ich habe ja Frühschicht und die letzte Frühschicht, wohlgemerkt. In meiner alten Firma. Das heißt, heute ist der letzte Tag in der Frühschicht und ja. Ja, was will ich dazu sagen? Das ist jetzt so eine Sache, wo ich ja, selber gesagt habe, dass ich das gerne machen möchte. Und von daher, gut, was will ich machen? Denn ab Freitag bin ich in einer neuen Firma, beziehungsweise es ist zwar die gleiche Firma, aber es ist was anderes. Ja, ich werde in das Stadtgespräch gehen. Das Stadtgespräch ist ein Café von der Behindertenwerkstatt aus, oder von der Behindertenwerkstatt, vom Freundeskreis Mensch. Ja, dieses Stadtgespräch befindet sich in der neuen Stadtbibliothek in Rottenburg. Ja, da werde ich dann ab Freitag zugange sein und dann klar mit anderen Arbeitszeiten und alles. Klar, natürlich freue ich mich schon drauf und es wird sicherlich sehr, ja, sehr schön werden. Aber ihr kennt mich ja. Mir macht es immer Spaß und ja, so sollte man das auch genießen, ja. Wie sagt man so schön? Stay positive, positiv denken. Ja, das positive Denken nehme ich auf jeden Fall mit, denn klar, ich muss nicht mehr so lange zur Arbeit fahren. Also ich spare mir eine gute 1,5 Stunden Fahrt und das täglich. Denn ja, ich brauchte nur noch ins neue Geschäft quasi 5 Minuten irgendwie oder so zwischen 5 und 10 Minuten. Ne? Egal, zu Fuß 10 Minuten, ne? Mit dem Fahrrad 5 Minuten, ne? Und hey, das ist ja gar nichts. Ne? Deswegen von daher, ja, alles gut. Ja, weil sonst hätte ich dann immer zur Arbeit so eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht und ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Hey, wake up! Ja, wir befinden uns auch in den letzten Zügen des ersten Teiles vom Let's Play heute. Denn ja, ich werde es ein bisschen heute anders gestalten, ne? Denn heute ist ja der letzte Tag und da werde ich es ein bisschen anders gestalten wie sonst. Deswegen ja, wir sehen uns dann auch dann bald wieder zum nächsten Let's Play. Wenn es wieder heißt, Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir, mit Peter. Und deswegen stay positiv, positiv denken und bis dahin, euer Peter. Ciao, ciao.
Thank you.